Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel, Sonntag 13.30 Uhr. Bisher rund 7.000 Tickets weg. Dürfen gerne bei mehr kommen noch. Gästefans rund 200 im Audi Sportpark. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf den 29. Spieltag und wir freuen uns, ja, Tommy, auf dein erstes Spiel nach knapp 6 Jahren wieder im Audi Sportpark. Wie laufen die Vorbereitungen auf die Partie? Und klar, auch eine Frage, die ich, glaube ich, vorwegnehmen darf. Wie steht es ums Personal fürs Spiel? Bitte schön. Erstmal Entschuldigung, dass ich ein paar Minuten zu spät bin, weil ich ein bisschen aufgehalten wurde von der medizinischen Abteilung mit Mergim. Ansonsten interessiert es mich nicht, dass das das erste Spiel nach 6 Jahren ist, weil ich glaube, der Fokus gilt voll und ganz auf das Spiel. Der Fokus liegt auf unserer Aufgabe, dass wir von der Herangehensweise keinen Millimeter nachlassen und auch gegen Kiel und so geschlossen und mit Teamspirit präsentieren, wie wir es in Duisburg hatten. Personal ist eigentlich, lichtet sich einiges wieder. Schröcki und Kimber sind wieder im Mannschaftstraining. Martip trainiert individuell mit dem Therapeuten. Und bei Mergim hat sich herausgestellt, dass es doch ein größeres Trauma und Hämaton ist als doch gedacht war. Deshalb müssen wir da noch etwas geduldig sein. Ansonsten sind fast alle, auch Ananou wieder voll und ganz auf dem Platz, ja, sind alle fast wieder auf dem Platz, bis auf Galvao. Eine Nachfrage zu den Personalien. Wenn Schröck, Gimber und Ananou wieder trainieren, ab wann sind die denn auch wieder einsatzfähig? Ja gut, ich habe die Woche haben wir es noch ein bisschen vorsichtig gemacht. Vielleicht kann es passieren, dass wir den einen schon morgen dann mitnehmen. Und wir wollen sie dann doch so, gerade bei Schröcki müssen wir ein bisschen aufpassen und Ananou, das waren doch Verletzungen, die dann etwas längerwierig waren, dass wir sie dann auch über die U23 dann mal antesten. Außer es passiert was Außergewöhnliches und wir müssen sie direkt reinwerfen. Also im Training sind sie jetzt voll im Betrieb schon. Der Einzige, der etwas vorsichtiger noch in den Zweikämpfen ist, ist Schröcki. Da müssen wir noch ein bisschen achten. Ich denke, dass wir in den nächsten 7-10 Tagen da dann doch voll und ganz auf sie zurückgreifen können. Sie sind als Trainer bekannt, der auch mal ungewöhnliche Maßnahmen ergreift. Ich spreche das FSV Frankfurt an, wo man immer wieder davon liest. Haben Sie jetzt sowas die letzte Woche in Ingolstadt auch gemacht in Ihrer ersten Ganzen oder Business as usual? Ja gut, durch die Waschstraße sind wir nicht gelaufen, aber wir haben schon das ein oder andere gemacht, worüber ich nicht sprechen möchte, weil ich einfach glaube, dass gewisse Dinge auch in der Kabine bleiben sollten. Wir haben viele Gespräche geführt, wir haben auch die ein oder andere symbolische Maßnahme ergriffen, um den Jungs auch wieder Mut zuzusprechen und auch die Angst zu nehmen, den Druck zu nehmen. Ich sag's wieder, ich wiederhole es wieder. Der Druck, der jetzt momentan lastet, den nehme ich gerne auf meine Schultern, weil ich diese Aufgabe mit aller Zuversicht angenommen habe, dass ich dafür jetzt verantwortlich bin, dass wir wirklich ans rettende Ufer kommen. Ja, und wir haben in der letzten Woche ein gutes Gesicht gezeigt. Das ist nicht möglich bei Mannschaften, wo wirklich alles zertrümmert ist, sage ich jetzt mal, aber man konnte ja auch in den letzten Wochen immer wieder sehen, dass spielerische Ansätze da waren, dass die Mannschaft doch gewillt war, bloß hat ihr dann doch nochmal das ein oder andere gefehlt, um dann Spiele zu sichern und festzumachen. Letzte Woche hatten wir uns auch in der Trainingsarbeit und in den Gesprächen, denke ich, auch ein bisschen das Glück ein bisschen zurückgearbeitet und wir haben ein hochintensives Spiel gehabt, das zeigt dann auch natürlich die Kilometerlaufleistung an, die wir gegenüber dem Gegner hatten. Deshalb, gerade was die Maßnahmen betrifft, da können wir gerne mal in ein paar Wochen drüber reden, aber jetzt möchte ich über sowas nicht reden. Dann noch eine Nachfrage zu Thomas Pledel. Der hat frühzeitig seinen Abgang bestätigt. Bringt das vielleicht Unruhe oder wie sehen Sie das? Nein, man kann das natürlich auch so sehen. Ja. Ich meine, man wird natürlich mit dieser Personalie und jetzt mit diesem Wechsel dann konfrontiert, aber wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, also ich persönlich sage, auch da wieder, als Verein haben wir oder die Jungs in der Vergangenheit einen richtig guten Job gemacht, wenn wir dann Spieler in unseren Reihen haben, die jetzt in so einer Durchstrecke trotzdem sehr, sehr interessant für andere Clubs sind, beziehungsweise Erstliga-Clubs sind, muss man eigentlich der Vergangenheit oder
der Personalpolitik der vergangenen Jahren einfach auch Lob zollen. Auf der anderen Seite ist es menschlich und völlig normal, dass ein Spieler wie Thomas Pledel sich dann für so einen Club dann entscheidet, wenn sein Vertrag ausläuft. Und ich habe ihm auch wirklich aus ganzem Herzen gratuliert, weil ich es eine überragende Sache auch für ihn finde, weil man ihn ja auch noch aus der Jugend von 60 kennt und den Werdegang auch von ihm kennt. Und die Entwicklung, die er gerade hier in seiner Persönlichkeit und männlichen Art Fußball zu spielen gemacht hat, zeigt natürlich, dass der Verein und die Verantwortlichen richtigen Riecher hatten. Für uns ist es ein bisschen unglücklich, dass der Spieler ablösefrei geht, keine Frage. Aber wir freuen uns für ihn, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er alles in die Waagschale wirft, um hier trotzdem nochmal positiven Abschied begleiten zu können. Vielleicht dazu eine Nachfrage. Es sind ja viele Spieler im Kader, die natürlich im Falle eines Abstiegs in der Luft hängen. Bringt so etwas Unruhe rein, dass sie vielleicht mit den Köpfen irgendwo anders sind, wie es bei Ihnen in der Zukunft weitergeht? Ich glaube, die Fragestellung, die ich gerade bekomme, ist nicht dem, was momentan gefragt ist. Ja, für mich ist wichtig, jetzt auf Kiel einzugehen, dass wir uns den Fokus legen, was mit Kiel passiert am Wochenende. Die Spieler, die hier sind, die haben gerade in der letzten Woche schon gezeigt, dass sie trotzdem ihren Mann stehen. Und mit diesen Themen wollen wir uns gar nicht beschäftigen. Unser Thema ist Holstein Kiel. Wir treffen auf einen Gegner, der am Wochenende auch nochmal Tuchfühlungen an die oberen Plätze hat, der eine sehr gute Entwicklung in der Saison genommen hat, die fußballerisch vieles fußballerisch lösen wollen, eine Mannschaft ins Rennen jede Woche schicken, womit keiner gerechnet hat, dass sie so eine Saison spielen. Und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr schwierige Aufgabe vor der Brust. Wir sind alle gefragt, ja, auch gerade im Verein und um den Verein herum. Und deshalb würde ich gerne über Kiel sprechen und nicht über Themen, was ist, wenn und wie die Spieler sind. Ich kann nur eins sagen, das, was ich in 10 Tagen jetzt erleben durfte, das überzeugt. Das füllt mich auch mit absoluter Zuversicht, dass ich die Verantwortung, die ich für mich selbst habe und für den Verein, dass wir deren auch gerecht werden. Inwiefern ist es ein anderes Spiel als in Duisburg? Weil du hast ja schon gesagt, Kiel ist eine Mannschaft, die auch im vorderen Drittel spielt, spielerisch stark. Was ändert sich dadurch für dich als Ansatz? Viel wird sich nicht ändern, weil Duisburg hat uns gezeigt in der letzten Woche, dass sie trotz allem auch eine Mannschaft ist, die sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Das Ergebnis in der Woche bestätigt eigentlich das, was wir gesagt haben. Das kristallisiert auch nochmal unsere Leistung heraus, was wir am letzten Samstag da auch für eine Leistung gebracht haben. Und wir müssen, wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, unabhängig von der Art, wie Kiel spielt, müssen wir das auf den Platz bringen, was uns stark macht. Wir müssen jeder Einzelne im Aufgabenbereich unsere 100% auch umsetzen, und dann wird es ein hochinteressantes Spiel, und dann glaube ich auch, dass wir wirklich am Ende des Tages wieder punkten können.